Okay, ja, guten Morgen zusammen. Heute mal mit einem etwas komplett anderen Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ja, dieses Video mit Musik unterlegen soll. Vielleicht finde ich irgendwas Passendes. Los geht's. Ich war bei einer japanischen Bestattung und dachte mir, ich erzähle euch etwas davon. Denn, ja, ich denke mal, ein sehr geringer Prozentteil von euch wird jemals dazu kommen, sowas live mitzuerleben, beziehungsweise wenn es euch doch mal passieren sollte, habt ihr eventuell einen kleinen Leitfaden. Ich habe nämlich festgestellt, es gibt gar nicht so viel, vor allem auf Deutsch in der Richtung, was man nachlesen kann. Deswegen werde ich euch alles Stück für Stück genau erklären. Ich werde euch unten auch mal die verschiedenen Teile verlinken, also mit der jeweiligen Zeitangabe, dass wenn es zum Beispiel einen Teil gibt, den ihr nicht so interessant findet, ihr den einfach überspringen könnt. Wenn eine Person verstorben ist, wird der Körper dieser Person wieder nach Hause gebracht und erst einmal gereinigt und in das typische weiße Totengewand gesteckt. Sehr markant hierfür ist die Tatsache, dass der Yukata dementsprechend so gelegt ist, dass die rechte Seite über der linken liegt. Deswegen sagt man auch immer, wenn es irgendwelche Yukata-Tutorials gibt, dass man niemals den Yukata so legen sollte, da es die Japaner an Tote erinnert. Ich habe gelesen, dass man kleine Stücke aus Baumwolle in Körperöffnungen steckt. Ich weiß nur, dass der Körper auf jeden Fall erstmal gereinigt wird und dann auf ein Futon gebettet wird hinterher, was sich von Norden und Kissen ableitet, sprich, der Kopf liegt Richtung Norden. Wurde der Körper gereinigt und das Totengewand angezogen, legt man eine große Decke drüber. In dem Fall, was ich gesehen hatte, war es rot mit goldenen, wunderschönen Verzierungen. Auf dem Gesicht liegt dann meistens ein weißes Tuch, das ja, das Antlitz verhüllt. Wenn in der Familie ein Hausschrein irgendwo hängt, wird dieser verhangen mit einem Kamidama-Fuji. Das ist ein weißes Tuch, also man hat vorne dieses kleine Tori und darüber kommt ein weißes Tuch, damit die Götter dieses Hausschreines nicht quasi mit dem Tod in Verbindung kommen und dadurch verunreinigt werden. Der Raum ist leer. Man hat das Futon in der Mitte des Raumes. Auf der einen Seite ist eine riesige Vase mit wunderschönen Blumen drin und vor dem Futon ist ein kleiner Tisch. Auf diesem Tisch sind verschiedene Gegenstände zu finden. Relativ weit vorne liegt etwas, das aussieht wie ein Brief. Ich habe vergessen nachzufragen, was genau das ist. Dann habt ihr eine kleine Schale, wo ihr Räucherstäbchen reinstecken könnt. Und daneben natürlich eine Kerze, um die Räucherstäbchen anzuzünden. Rechts von euch steht eine Klangschale, eine kleine. Mit so einem kleinen, ja, ich sag's mal, Knüppel, um ja, gegen die Klangschale zu hauen. Dann in der Regel steht dort eine Schüssel Reis, in der Stäbchen drin stecken. Deswegen auch immer die Regel, wenn ihr irgendwo in ein japanisches Restaurant geht oder wo auch immer ihr essen geht oder bei irgendeinem Japaner zu Hause, steckt niemals die Stäbchen in den Reis. Es erinnert die Leute hier einfach an eine verstorbene Person. Was dann in dem Raum passiert, ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Alle Familienmitglieder sitzen um den Verstorbenen herum und es werden Dokumente ausgefüllt wegen der Bestattung und allem Möglichen. Es kann sehr unruhig an dem Tag sein und man nimmt quasi schon mal, ja, den ersten Abschied. Verdammt, jetzt bin ich mir gerade unsicher, was zuerst kam. Ich denke doch, doch, ich habe die Klangschale zuerst geschlagen, etwas zaghaft, dann ein Räucherstäbchen angesteckt und daraufhin gebetet. Der Verstorbene bleibt in diesem Zustand 48 Stunden. Somit haben alle Familienangehörigen, die auch eventuell weiter weg wohnen, die Möglichkeit, die Person nochmal so in dem Zustand zu Hause zu verabschieden. Die Trauerfeier an sich geht in der Regel in Japan 2 Tage. Es gibt zwei verschiedene Zeremonien und ich werde euch jetzt von der ersten berichten. Die erste Zeremonie ist Otsuya. Diese findet im Tempel statt. In einem separaten Raum wurde Musik im Hintergrund gespielt, die in Dauerschleife lief. An der hintersten Wand wurde ein Blumenmeer errichtet. Also es war wirklich wunderschön. Also ich habe ein zensiertes Foto
auf Twitter gepostet. Ich kann euch da auch nochmal den Link unten in die Beschreibung packen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gefilmt. Ich habe nur einige kleine Sachen gefilmt, die aber nicht in diesem Raum stattfanden, weil ich, das müsst ihr verstehen, das konnte ich irgendwie nicht. Es ging einfach nicht, einfach auch vom Respekt her. Ganz, ganz oben über diesem Blumenmeer, so wie ich es nenne, war ein großes, von hinten erleuchtetes Bild des Verstorbenen. An den Seiten gab es viele verschiedene Blumensträuße. Sie sahen aber alle gleich aus. Also alles hat optisch zusammengepasst. Über diesen Blumensträußen steckten überall die Namen der Familienangehörigen. Links war ein Tisch mit vielen Dingen, die die verstorbene Person gerne mochte oder die ihr auch gehörten. Man sieht, wenn man den Raum betritt, allerdings noch keinen Sarg. Man sieht die Person auf einer Art Trage liegen. Sie hat das weiße Totengewand um und sogar nochmal ein Extragewand drumherum. Alles natürlich in Weiß. Die Zeremonie beginnt damit, wenn alle versammelt sind, dass jeder Familienangehörige ein kleines Tuch bekommt, das mit Alkohol getränkt ist. Dies dient, den Verstorbenen zu reinigen. Allerdings darf man dieses Tuch nur an der Hand verwenden. Man muss sehr vorsichtig sein. Es wurde gesagt, man darf nicht zu sehr drücken. Also man musste wirklich ganz, ganz vorsichtig tupfen. Danach wird der Verstorbene weiter ausgestattet und angezogen. Und zwar ziehen die Familienangehörigen den Körper weiter an. Zuerst kommen die Tabi. Die Tabi an den Füßen. Dann gibt es eine Art Tücher, die um die Waden kommen. Und die Hände bekommen auch eine Art Tuch. Also es ist so, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Mein Mann hatte gemeint, auch Adlige haben unter anderem diese Tücher und die dienen zum Schutz. An den Ecken dieser Tücher sind überall längere Bänder und jeder Familienangehörige darf einen Knoten festziehen. Dann bekommt der Verstorbene in einem kleinen Täschchen 6 Münzen um den Hals. Diese Münzen dienen dem Zweck, dass man in der Unterwelt dann hinterher die Fähre zum Überqueren des Flusses bezahlen kann. Dann wird der Sarg auf einem Rollbahntisch angerollt und die Männer der Familie stellen sich dann um den Verstorbenen herum, heben ihn gemeinsam an und legen ihn in den Sarg. Auch eine Sache, die ich nicht gedacht hätte, dass Särge hier in Japan auch verschiedene Farben haben können. Und es ist immer noch nicht vorbei. Die Person bekommt immer noch weitere Gegenstände. Und zwar kommt als nächstes eine Art Regenschirm ans Kopfende. Also quasi der Körper liegt ja auf einem Kissen und hinter dem Kissen wird dann eine Art Regenschirm noch gesteckt. Dieser Regenschirm sieht aber eher aus wie eine Art Hut und aus Schilf, aus Gras geflochten und dieser Hut hatte auch dieses Markante, das kennt ihr vielleicht von Toten in Japan, dass sie dieses weiße Dreieck haben. Dann wird auch noch ein Gehstock in den Sarg gelegt. Es wird davor natürlich gefragt, ob der Verstorbene Links- oder Rechtshänder war und dementsprechend wird an die Seite ein Gehstock gelegt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wofür das Ganze. Im Buddhismus ist es so, dass man glaubt, dass die Seele nach der Bestattung 49 Tage auf Reise geht. Und nach 49 Tagen hat die Seele demnach dann ein neues Bewusstsein erlangt und wird wiedergeboren als, ja, je nachdem. Es kann ein Mensch sein, es kann ein Tier sein oder eine Pflanze. Die Person wird dann von den weiblichen Mitgliedern der Familie mit einem Futon zugedeckt. Auch das ist weiß. Dann bekommt der Körper sehr viele Polster drumherum. Der Körper ist zwar sehr steif in dem Zustand, aber er könnte ja verrutschen und das möchte man verhindern durch die Polster. Da auf dem Kissen an beiden Seiten in der Regel noch viel Platz ist, werden kleine Blumen draufgelegt und mit einer Art durchsichtigen Netz fixiert. Wenn alle soweit durch sind, wird die Familie wieder zurück in den Vorraum geleitet. Der Körper wird noch einmal hergerichtet, es wird noch mal nachgeschminkt.
Es kommt der Deckel drauf. Das Fenster des Sargdeckels ist auch dementsprechend dann geschlossen. Und der Sarg wird vor dem Blumenmeer platziert. Dann hattet ihr das Blumenmeer im Hintergrund, den Sarg davor. Davor einen Tisch für den Mönch. Verschiedene Klangschalen standen drauf oder waren auf so Podesten. Auf der anderen Seite war eine hölzerne verzierte Trommel zu sehen. Und wahnsinnig viele Räucherstäbchen und Weihrauchtöpfe. Und davor gab es noch einen weiteren Tisch, auf den zwei Keramikbehälter standen. Als nächstes werden alle gebeten, sich hinzusetzen. Alle holen ihr Jusu raus. Das ist eine Art Gebetskette, die man quasi um die Hände rumlegt beim Beten. Stimmt, ich habe das in das Thumbnail gepackt. Das könnt ihr sehen, das war mein Jusu. Alle werden gebeten, die Augen zu schließen und sich vorzubeugen. Und der Mönch betritt dann daraufhin den Raum. Wenn er an seinem Tisch angekommen ist, werden alle gebeten, wieder die Augen zu öffnen. Nun beginnt ein sehr langer Teil, und zwar beginnt der Mönch Sutren vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ihr das eventuell mal in einer Dokumentation oder so gesehen habt. Es ist eine sehr bestimmte Art des Vorlesens. Es ist relativ melodisch und sehr eindringlich, muss ich sagen. Während er diese Sutren vorliest, schlägt er immer wieder wiederholt auf die Klangschalen und auf die Trommel. Das alles wirkt sehr melodisch. Vor ihm ist ein kleiner quadratischer Zettel, auf dem auf der linken Seite der alte Name steht und auf der rechten Seite der neue Name der verstorbenen Person. Die Person erhält nämlich einen neuen Namen, ein Kaimyo. Dieses dient dazu, dass wenn man den alten Namen dieser Person ausspricht, dass man sie nicht wieder zurückholt. Dieser Name ist auch auf einem meist hölzernen Ihai zu finden. Was es zum Beispiel noch gibt, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Es gibt ja einige Familien, die etwas wohlhabender sind, die bezahlen die Tempel dafür, dass ja, der Verstorbene einen etwas schöneren Namen bekommt, beziehungsweise schönere Kanji. Es wird aber immer in der Regel darauf geachtet, dass die Person Kanji bekommt, die irgendwie in Verbindung mit ihr stehen. Dieses Ritual geht ungefähr 30 bis 40 Minuten lang. Während die ganzen langen Sutren vorgelesen werden, ja, beginnt das Oshoko-Ritual. Und hier kommt nämlich dieser Tisch ins Spiel mit den zwei Behältern. Ihr habt auf der einen Seite glühende Asche und auf der rechten Seite kleine Holzspäne. Nun werden die Angehörigen gebeten, immer zu zweit aufzustehen und zu diesem Tisch zu gehen. So, jetzt versuche ich irgendwie so ein bisschen das Ritual zu erläutern. Also zuerst verbeugt man sich in Richtung der einen Reihe und in Richtung der anderen Reihe der Angehörigen. Dann verbeugt man sich vor dem Mönch und vor dem Verstorbenen. Und nun kommt der Teil, der von Tempel zu Tempel unterschiedlich ist. Denn hier geht es um die Anzahl, wie oft du Holzspäne nimmst und in die Asche legst. Also es war bei uns in dem Fall so, dass du die Holzspäne nimmst und gegen die Stirn hältst und dann in die Asche legst. Aber nur beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal legst du sie direkt in die Asche. Nachdem auch alle wieder sitzen, werden alle wieder gebeten, die Augen zu schließen und zu beten. Und der Mönch verlässt den Raum. In dem Sinne sieht man sein Gesicht eigentlich überhaupt gar nicht, während dieser Zeremonie zumindest. Danach wird das Sargfenster geöffnet und ja, die Angehörigen können erneut Fotos machen, wenn sie möchten. Und es gibt im Anschluss eine Art Leichenschmaus. In diesem Fall, und das ist auch scheinbar normal, gab es eine große Sushi-Platte. Ja, und wenn alle gegessen haben, ja, gehen alle nacheinander wieder nach Hause. Aber davor wird einem noch eine Tüte gereicht. In dieser Tüte ist ein kleines Päckchen drin. Da drin war ein Handtuch in unserem Fall, eine Karte und ein kleines Tütchen.
Und in diesen Tütchen ist Salz drin. Dieses dient dazu, ehe man sein Haus oder sein Apartment betritt, dass man es über seinen Kopf und seine Schultern streut, um sich quasi ja, rituell zu reinigen von dieser Zeremonie. Die zweite Zeremonie am nächsten Tag ist die Kokubetsu-shiki. Ich werde diese Zeremonie bewusst in zwei Teile teilen, da ja durch den am Anfang erwähnten Grund es vielleicht Leute gibt, die den letzten Part überspringen möchten. Am nächsten Tag versammelt sich die Familie erneut. Das ganze Prozedere ist etwas ähnlich wie am Tag davor. Der Mönch betritt erneut wieder den Raum. Dann beginnt die Sutrenlesung erneut. Der Mönch hat immer wieder wiederholt auf die große und die kleine Klangschale geschlagen, vor allem in erster Linie, sehr laut, sehr intensiv und mit langsamer werdenden Bewegungen auf die kleine Klangschale. Zwischen den Sutren ist er aufgestanden und hatte einen großen Pinsel mit Rosshaar dabei und hat quasi in ritueller Bewegung Weihrauch in Richtung des Verstorbenen gewedelt. Auch diesmal kommt es wieder zum Oshoko-Ritual. Diesmal allerdings sind es zwei Runden. Jetzt ist mir gerade irgendwie aufgefallen, dass ich das Ritual gar nicht zu Ende gesagt habe, nach dem... ja, also auf jeden Fall... oh Gott, sorry, tut mir leid. Ich habe es ja nur bis zu dem Zeitpunkt erklärt, wo man die Holzspäne in die Asche tut. Danach, oh Gott, es tut mir leid, danach wird gebetet und danach dann verbeugt man sich erneut vor dem ja, Rücken des Mönches mal wieder und dem Verstorbenen und ja, wieder in Richtung der beiden Stuhlreihen und ja, man darf sich dann setzen. Aber jetzt ist es komplett, also das ist das Oshoko-Ritual. Die Sutrenlesung in diesem Fall ist wesentlich kürzer als am Tag davor. Ich würde sagen, ich glaube, 15 Minuten hat sie diesmal nur gedauert. Danach werden die Familienangehörigen wieder erneut in den Vorraum gebeten. Und der Sarg wird nach vorne gebracht. Alle dürfen den Raum wieder betreten und der Deckel wird vom Sarg genommen. Dann werden alle Sachen in den Sarg gelegt. Ihr erinnert euch eventuell diesen Tisch, den ich am Anfang erwähnte, der an der Seite steht, wo die ganzen Sachen drauf stehen, die der Verstorbene gerne mag. Oder in dem Fall war es auch ein wunderschöner Kimono. Und das ist natürlich, also bezogen jetzt zum Beispiel auf den Kimono, abhängig vom Testament des Verstorbenen. Das Testament heißt im Japanischen Yuigon und es wird quasi gesagt, sowas wie... irgendwelche Gegenstände, ob die Person sie gerne behalten möchte, also quasi mit ins Grab nehmen möchte, oder ob diese weiter vererbt werden. Und alle Familienangehörigen beginnen dann, die Sachen von diesem Tisch in den Sarg zu legen. Währenddessen schneidet das Personal die Blumen des Blumenmeers ab und sammelt diese auf Tabletts. Dann dürfen alle Angehörigen diese Blumen, die abgeschnittenen Blumen, in den Sarg legen, um den Verstorbenen herum. Dann wird der Deckel gemeinsam wieder auf den Sarg platziert, mit geschlossenem Fenster. Jeder Familienangehörige legt seine Hand auf den Deckel und drückt diesen sachte runter. Dann fährt ein Wagen vor und die Männer der Familie tragen den Sarg zum Auto. Nun kommt es natürlich immer darauf an, wie groß so eine Familie ist. Es gibt kleine Familien, es gibt große Familien. In diesem Fall war es doch eine sehr große Familie, sprich der Leichenwagen ist vorgefahren und wir sind ihm gefolgt. Einige haben ihre eigenen Autos dafür verwendet und es gab aber auch vom Tempel selbst eine Art Bus für alle Angehörigen. Natürlich mit verdunkelten Scheiben. Auch der Mönch saß in diesem Bus. Als nächstes kommt ein sehr harter Teil, eventuell für den ein oder anderen. Deswegen, also wenn ihr es nicht hören möchtet, könnt ihr hier schon ausschalten. Ich nehme es euch nicht krumm, denn ich werde als nächstes über das Krematorium berichten.
Ich weiß nicht, ob alle Krematorien gleich sind in Japan, aber ich werde von dem einen in Gotanda berichten. Es ist ein gigantisches Gebäude, von dem du nicht vermuten würdest, was da drin ist. Dieses Gebäude hat einen riesigen Vorplatz für riesige Reisebusse sogar und ja, den ganzen Leichenwegen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Leichenwegen in Japan. Es gibt für, ich nenne es mal, das niedere Volk einen normalen Leichenwagen und für Personen wie Politiker oder sonst irgendwelche sehr hochgestellten Personen gibt es sehr speziell designte Leichenwegen. Das Krematorium an sich selbst sah aus wie ein Luxushotel. Ihr müsst euch vorstellen, alles war marmoriert. Ihr hattet verschiedene Hallen direkt am Anfang. Sprich, man ist eigentlich direkt in diese Kammern reingestolpert. Der Sarg wurde auf eine Art Rollwagen gesetzt und wurde vorgefahren vom Personal und wir sind dem gefolgt. Sprich, der Mönch zuerst, dann die engen Familienmitglieder mit dem Foto der verstorbenen Person vorne und dem mit dem Ihai. Ihr erinnert euch vielleicht, das war das mit dem neuen Totennamen drauf. Und dann folgt man dem Mönch und dem Sarg in eine große Halle. Diese Halle ist in zwei Bereiche geteilt. An einer Wand sieht man viele große Türen. Diese sehen aus wie Aufzugstüren. Und neben diesen Aufzugstüren sind Art längliche quadratische Lampen in der Wand, wo man die Familiennamen so quasi auf Papier reinschieben kann. Auf der anderen Seite dieser Aufzüge, nenne ich sie, waren Tische. Die Aufzüge sind, wie ihr es euch vielleicht denken könnt, die Brennkammern. Der Sarg wird vor so einer Tür platziert, etwas hochgekurbelt, dass er etwas höher liegt. Und der Deckel wird so weit nochmal weggeschoben, dass man nur das Gesicht sieht, in den Unmengen wunderschöner Blumen. Jeder Angehörige darf die Person nochmal berühren, bis man den Angestellten sagt, man sei soweit. Die Aufzugstür öffnet sich dann. Die Angestellten selbst sind sehr adrett gekleidet. Sie sehen aus wie Kapitäne. Sie haben eine Art Kapitänsmütze in Weiß mit schwarzem Schirm und eine Art Emblem. Sie tragen weiße, saubere Handschuhe. Und es ist quasi so, also die Aufzugstür, sie öffnet sich wie ein Aufzug und dann gibt es nochmal eine Klappe, die sich von unten nach oben öffnet. Und ihr seht dann einen dunklen, schwarzen Schacht dahinter. Nachdem man sein Okay gegeben hat, dass man Abschied genommen hat, wird der Sarg geschlossen und in den Schacht reingeschoben. Die Angestellten sagen etwas, ich weiß nicht mehr genau, was es war, und verbeugen sich sehr respektvoll. Dann schließt sich die Luke. Auch die Aufzugstür geht zu und ein Angestellter drückt einen Knopf an der Seite. Dann wird ein Tisch vor die Aufzugstür gestellt. Der Mönch beginnt zu beten. Und man stellt sich in Viererreihen vor diesen Tisch und es beginnt wieder das Oshoko-Ritual. Was passiert danach? Alle Angehörigen werden in die zweite Etage gebeten. Es klingt so surreal, aber es ist wirklich wie ein bombastisches Luxushotel. Es war ein riesiger, pompöser Kronleuchter in der Eingangshalle. Man ist dann auf Rolltreppen hochgefahren und an einer Seite war sogar eine Bar, die auch sehr luxuriös aussah. Und es gibt verschiedene Zimmer auf der zweiten Etage für die Angehörigen. Man kann was trinken, es gibt Snacks, man unterhält sich. Das Foto ist natürlich immer dabei, des Verstorbenen.
Und auch der Mönch gesellt sich dazu. Und nach einiger Zeit kommt das Personal und meint, ja, dass man sich wieder in ja, das Erdgeschoss begeben könnte. Man versammelt sich wieder vor der Aufzugstür. Diese geht auf und man sieht den schwarzen Schacht, der recht leer aussieht. Es kommt diesmal nur ein Angestellter hinzu, der diese Kammer ausfegt. Und alles landet auf einem silbernen, großen, quadratischen Tablett. Dieses Tablett wird zu den Tischen, die ich vorher erwähnte, gebracht. Der Angestellte nimmt dann daraufhin einen sehr starken Magneten zur Hand und fährt über die Überreste. Dies dient dazu, zum Beispiel ja, künstliche Gelenke oder so etwas ja, zu entsorgen. Denn es sollen nur die Knochen in die Urne. Dann beginnt das kurze Age. Es ist individuell, aber in der Regel nehmen zwei Personen lange Bambusstäbchen in die Hand und berühren zusammen einen Knochen und legen dies in die Urne. Und deswegen gibt es auch diese goldene Regel in Restaurants und überall in Japan. Reicht niemals, quasi, wenn ihr sagt, hey, ich esse dies und jenes, hier, probier mal, dass der andere das auch mit den Stäbchen entgegennimmt. Das ist absolutes Tabu, weil es halt an dieses Ritual erinnert. Nachdem jeder Familienangehörige ein Stückchen Knochenrest in die Urne gelegt hat, nimmt der Angestellte einige Knochen noch in die Hand und erläutert quasi, welche Teile es sind. Die Schädeldecke kommt dann meist, wenn alle Knochen in der Urne drin sind, auf alle Knochen drauf. Dann verbeugen sich alle nochmal. Die Urne kommt in eine weiße Box, die mit Seide umhüllt ist, mit schönen Mustern drauf. Und alle begeben sich wieder zurück zum Tempel, gemeinsam. Und dort gibt es im Anschluss dann auch wieder einen zweiten Leichenschmaus. Das ist in diesem Fall ein, ja, eine Art Bento. Das Bild des Verstorbenen wird natürlich wieder nach vorne platziert und auch der Verstorbene bekommt einen Teil des Essens. Danach ist die Zeremonie soweit beendet. Die Urne wird dann nach Hause gebracht. Man sollte aber innerhalb dieser 49 Tage, dieser Seelenreisezeit, nenne ich es mal, die Asche beim Grab bestatten. Meine Gefühle jetzt nochmal am Ende, die ich ein bisschen teilen möchte, natürlich nicht zu privat. Ich habe an einigen Stellen eher geweint, als ich es dachte am Anfang. Also ich habe, wie gesagt, ja schon davor, ich habe mehr Artikel durchgelesen, ich habe mir Videos auf YouTube angeschaut, also ich wusste ja schon einigermaßen, was mich erwartet. Ich habe auch meinen Mann durchlöchert mit Fragen regelrecht. Ich war der Meinung, ich würde im Krematorium weinen. Ich konnte dort nicht weinen, es ging nicht. Ich habe bei den Blumen, die in den Sarg gelegt wurden, bitterlich geweint. Das war wirklich sehr emotional. Und ich habe natürlich immer geweint, wenn ich verstanden habe, was die Familienangehörigen gesagt haben. Das ging mir sehr zu Herzen. Die Zeremonie, also ich muss jetzt sagen, alles in allem, ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, dass ich daran teilnehmen durfte. Es ist eine seltene Gelegenheit, wobei ich ungern von Gelegenheit in diesem Zusammenhang spreche. Aber es war eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ich hatte sehr viel Ehrfurcht, so viel Respekt, besonders auch gegenüber dem Mönch. Ich kann gar nicht sagen, also es war vor allem bei der zweiten Zeremonie am zweiten Tag, die Stimme war so eindringlich, man kann es gar nicht beschreiben. Also man hat wirklich gefühlt, wie auch die Töne der Klangschale und seine tiefe, so vibrierende Stimme so ins Knochenmark ging. Es war unbeschreiblich. Es war alles wunderschön mit den ganzen Blumen und allem. Es war alles so hübsch, aber auch so traurig. Was krass war, war halt einfach auch die Erfahrung im Krematorium selbst. Ich hatte sehr große Angst, als ich es betreten habe,
weil mir der Geruch sehr große Angst gemacht hat. Ich fand es auch sehr Wahnsinn, dass sehr viel Verkehr auch im Krematorium herrschte. In unserer Halle war es halt so, es fuhren ständig neue Särge rein und während wir reinkamen, waren auch andere Leute noch beim Kurzsarge. Natürlich war dann so viel Diskretion noch da, dass, also ich habe ja erzählt, es waren ja verschiedene Aufzugstüren, also wir hatten eine Aufzugstür, dann war daneben eine frei und dann daneben gleich die nächste Familie. Deswegen konnte ich es auch relativ gut beobachten bei den anderen. Ich konnte bei unserem Fall, ich konnte nicht zuschauen, als der Sarg reinging, es ging nicht. Ja, das sind so meine Gedanken im Groben. Es war ein sehr langes Video, es tut mir leid, aber ich wollte euch alles mal genau erklären. Auch noch ein Funfact, was auch sehr interessant zu wissen war, es gibt Rental Services für Trauerkleidung in Japan. Wir haben unsere geliehen, vor allem richtige Sets, also ich hatte eine Tasche dabei, ich hatte Schuhe dabei, mein Juzu war auch dabei, also wirklich alles tutto completo. Das haben sie hier auch in Japan, das ist wirklich wahnsinnig praktisch gewesen, ja. Ja, in diesem Sinne, ich bin jetzt fertig, glaube ich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ich finde es so merkwürdig zu sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, denn es klingt irgendwie falsch. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt hier geguckt habt. Und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.